Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in PlusMeta Bestandsdaten wie zum Beispiel HTML oder PDF-Dateien mit Metadaten anreichern und anschließend als IRDS-Paket verpacken können. Ich befinde mich hier aktuell in der Workflows-Ansicht, in der Sie alle Ihre Workflows sehen können. Um Dateien mit Metadaten anzureichern und anschließend als IRDS-Paket zu exportieren, verwenden wir den Workflow Inhalte automatisch aufbereiten. Auf Basis dieses Workflows erstellen wir daher zuallererst ein Projekt. Dazu muss ich einen Projektnamen vergeben. Und kann zudem über diese Schaltfläche die Sichtbarkeit einstellen. Indem ich das Projekt erstelle, öffnet sich automatisch die Arbeitsansicht und wir befinden uns jetzt im Projekt. Übrigens können Sie hier in der Seitenleiste jederzeit zwischen den Hauptansichten wechseln. Ihr aktuelles Projekt bleibt in der Arbeitsansicht dabei immer aktiv. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, können Sie zudem hier unten zum Anwenderportal gelangen oder aber auch direkt eine passende Hilfeseite aufrufen. Wenn es eine gibt, können Sie das hier sehen. Ihr aktuelles Projekt sehen Sie immer hier unten in der Statusleiste. Hier können Sie auch zwischen Ihren Projekten wechseln. Hier oben sind noch die Workflow-Schritte zu sehen. Jeder Workflow hat entsprechende Schritte, die nacheinander ausgeführt werden müssen. In diesem Fall sind das die Schritte Inhalte hinzufügen, Metadaten erkennen, Metadaten prüfen und vergeben und IRDS-Paket generieren. Beginnen wir mit dem ersten Workflow-Schritt. In diesem müssen Sie Inhalte zum Projekt hinzufügen. Das können Sie entweder einfach über Drag and Drop machen, oder aber Sie klicken hier auf die Hinzufügen-Schaltfläche, um Dateien manuell hinzuzufügen. Über die anderen beiden Schaltflächen haben Sie zudem die Möglichkeit, Dateien, die bereits in PlusMeta existieren, zu einem Projekt hinzuzufügen. Wenn Sie Dateien in PlusMeta hinzufügen, werden sie in einem Objekt verpackt. Das Objekt bildet dann eine Art Rahmen um die Datei. Aus diesem Grund wird hier auch zwischen dem Namen der Quelldatei und dem Anzeigename, welcher der Name des Objekts ist, unterschieden. Nachdem die Dateien hinzugefügt wurden, kann man in dieser Ansicht noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten vornehmen, wie beispielsweise die Tabellenspalten hinzuzufügen oder auch zu löschen. Ich füge jetzt hier mal beispielhaft die Tabellenspalte Typ der Quelldatei ein. Außerdem ist es hier möglich, sich eine Vorschau der Datei anzeigen zu lassen oder aber auch die Quelldatei herunterzuladen. Nachdem wir fertig sind mit dem Hinzufügen von Inhalten, können wir weiter zum zweiten Workflow-Schritt, dem Metadaten erkennen. Die Metadatenerkennung läuft jetzt automatisch ab, wobei PlusMeta verschiedene Verfahren nutzt, um die Metadaten zu erkennen. Das sind regelbasierte Verfahren und Machine Learning-Verfahren. Man sieht hier, dass das Ganze sehr schnell geht. So wurden hier drei Objekte verarbeitet und dabei 15 Metadaten erkannt. In diesem Workflow-Schritt hat man noch die Möglichkeit, sich ein Verlaufsprotokoll herunterzuladen, das Auskunft über die Metadatenerkennung gibt, beispielsweise auf welcher Grundlage die Metadaten erkannt wurden. Außerdem kann man sich hier die Metadatenerkennung erneut ausführen. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn Sie zum vorherigen Schritt zurückgekehrt sind und nochmal Inhalte hinzugefügt haben. Damit sind wir fertig mit dem zweiten Workflow-Schritt und können weiter zum dritten Workflow-Schritt, in dem die Metadaten dann geprüft und vergeben werden. Dieser Workflow-Schritt ist der wichtigste, denn hier sehen wir uns die Ergebnisse der Metadatenerkennung an. Dazu kann man mit einem Klick auf die einzelnen Objekte hier die Detailansicht öffnen. Auf der rechten Seite sieht man jetzt hier die erkannten Metadaten. Daneben, die bunten Kreise, sind die Metadatenindikatoren. Diese geben Auskunft darüber, wie sicher sich das System mit den Metadaten ist und welches Verfahren zum Erkennen angewendet wurde.
Das Ausrufezeichen im Metadatenindikator gibt an, dass es sich bei diesem Metadatum um ein Pflichtmetadatum handelt. Pflichtmetadaten müssen Sie immer abnehmen. Abnehmen können Sie Metadaten, indem Sie auf den Metadatenindikator klicken. Und hier sehen Sie auch schon, dass sobald Sie ein Pflichtmetadatum abgenommen haben, hier die Fortschrittsanzeige weitergeht. Das passiert allerdings nur bei Pflichtmetadaten. Wenn man andere Metadaten abnimmt, passiert das nicht. Das liegt daran, dass man erst zum nächsten Workflow-Schritt gelangen kann, wenn man alle Pflichtmetadaten abgenommen hat. Schauen wir uns jetzt mal als nächstes die erkannten Metadaten etwas genauer an. Für dieses Beispiel benutzen wir hier verschiedene Dokumente des PI-Fans. Das ist ein fiktiver Ventilator. Man sieht jetzt hier, dass einige Metadaten erkannt wurden. Das ist der Titel, die Sprache, die Organisation, die Dokumentart und die Produktvariante. Welche Metadaten erkannt werden, hängt auch damit zusammen, welche Metadaten im System hinterlegt sind. Es kann natürlich nichts erkannt werden, was das System gar nicht kennt. Für die Erkennung benutzen wir regelbasierte Verfahren und Machine Learning. Für Machine Learning muss allerdings vorab ein KI-Modell für das jeweilige Metadatum trainiert werden, damit das Metadatum dann auch automatisch zugewiesen werden kann. Hier in diesem Beispiel hat das Modell die Produktvariante T5B erkannt. Auch hier können wir kurz nachschlagen und sehen, ob das stimmt. Und sehen an dieser Stelle dann, dass die Produktvariante korrekt erkannt wurde. Zum Vergleich können wir uns noch ein zweites Objekt anschauen. In diesem Fall wurde hier die Produktvariante TPB erkannt und sehen dann auch hier, dass das richtig erkannt wurde. Entsprechend können wir diese Metadaten dann hier abnehmen. Schauen wir uns hier die weiteren erkannten Metadaten an, können wir sehen, dass hier auch das Metadatum Betriebsanleitung korrekt erkannt wurde. Und auch die Organisation ist korrekt. Abschließend können wir auch noch die Sprache und den Titel abnehmen. In diesem Moment ist dieses Objekt dann vollständig abgenommen. Man kann alle Pflichtmetadaten auch mit einem Klick auf die Fortschrittsanzeige abnehmen. Das dritte Beispiel ist ein anderes Dokument. Hier handelt es sich um einen Teilekatalog, der, wie man hier sieht, auch korrekt erkannt wurde. In diesem Workflow-Schritt haben Sie zudem die Möglichkeit, zusätzliche Metadaten zu vergeben, die nicht automatisch erkannt wurden. Beispielsweise können wir hier für diesen Teilekatalog noch das Metadatum Informationsthema vergeben. Ein passender Wert für das Informationsthema wäre in diesem Fall Ersatzteile. Dieses Metadatum wurde nun von Ihnen manuell hinzugefügt und wird deswegen hier mit einem grünen Kreis markiert. Das Gleiche könnte man hier auch bei der Bedienungsanleitung machen und hier noch das Metadatum Produktlebenszyklusphase hinzufügen. In diesem Fall wäre eine passende Produktlebenszyklusphase der Betrieb. Im Übrigen haben Sie hier oben die Möglichkeit, bereits abgeschlossene Objekte auszublenden. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn Sie mehrere hundert Objekte gleichzeitig bearbeiten. Nachdem hier jetzt alle Objekte verarbeitet sind, können wir weiter zum letzten Workflow-Schritt, dem IIRDS-Paket, generieren. Indem ich hier auf die Weiterschaltfläche geklickt habe, sieht man schon, dass die Generierung des IIRDS-Pakets automatisch abläuft. Wie eben im Schritt Metadaten erkennen, kann man auch hier sehen, wie viele Objekte verpackt wurden und wie lange die Verarbeitung gedauert hat. Sobald das Generieren des IIRDS-Pakets fertig ist, kann man es hier über die Schaltfläche herunterladen. Hier unten sieht man, dass der Download des IIRDS-Pakets abgeschlossen ist.
So, damit ist jetzt hier der Workflow abgeschlossen. Um nochmal zusammenzufassen, haben wir jetzt hier drei Beispiel-PDFs mit Metadaten angereichert und anschließend als IIRDS-Paket exportiert. In anderen Workflows ist es beispielsweise auch möglich, das IIRDS-Paket direkt an ein CDP zu exportieren. Da gibt es einige Möglichkeiten. An dieser Stelle sind wir allerdings mit diesem Workflow fertig. Von daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.